Also fahren in L.A. war wirklich anstrengend, deshalb habe ich Holger fahren lassen. Aber man kann ja aus dem Beifahrersitz raus auch viel, viel besser fotografieren. Wir sind letztes Mal Holland Drive hoch und runter gefahren. Und es ist schon halb schlecht, weil wir immer geguckt haben, wo die Buchstaben sind. Wo sind sie? Hier. Jetzt kann der Manuel noch mal Fotos aus dem Auto machen. Genau. Das ist barrierefrei. L.A. war echt aufregend, mit dem ganzen Hollywood Boulevard, mit dem Griffith Observatorium, mit den ganzen Universal Studios und alles, was wir erlebt haben. Jetzt wollten wir Urlaub haben und wir haben schon gemerkt, wo wir nach San Diego reingefahren sind, ist einfach viel, viel gechillter die Stadt. Hey, da fühlt man sich aber wohl hier. Das ist einfach. Da kommt man her und weiß ganz genau, dass man ein gern gesehener Gast. Das ist einfach super. Also wo wir in den Downtown zum Gaslamp Quarter gefahren sind, haben wir echt eine riesen Auswahl von Parkplätzen gehabt. Und dann sind wir rein und es war einfach so eine urige, gemütliche Atmosphäre auf den Straßen. Also das Fahren ist schon die reine Gewohnheitssache und da als Holger 3 Tage lang in L.A. rumgekauft ist, habe ich gesagt, jetzt muss ich wieder ich an Steuer und dann ging es nach Palm Springs. Also wenn der Pool tief genug ist, dann ist das echt die beste Methode, um reinzukommen, obwohl ein paar Leute drumherum verdutzt geguckt haben. Ich bin tatsächlich im Pool in Palm Springs. Super. Schön warm und super zum Ausspannen. Raus ist ein bisschen schwieriger, aber da muss halt Holger nochmal mich wieder in den Rolli reintragen. Gegessen haben wir dann in dem stylischen Ruby's Diner. Das sah echt aus wie in den 50er Jahren, 1:1. So ein klassisches Café mit Rot und Weiß. Und danach gab es noch einen kleinen Nachtisch. Also Palm Springs ist, glaube ich, meine Stadt. Ich finde es total cool. Blauer Himmel, Hitze, alles Hotel ist einfach klasse, mit diesem Pool, alles gut, total geil. Ja, ich finde es schön, richtig schön. Aber ich merke, dass es ein Ferienort ist. Und da könnte ich mich jetzt so heimisch fühlen als ein Ferienort. Aber ich finde es so auch total schön. Sonnig und meine Stadt ist San Diego. Die ist wirklich total fresh. Das war einfach eine saubere, schöne, ruhige Stadt, wo viel zu bieten hat, viel schöne Sachen, viel Natur auch. Aber jetzt bin ich ja gespannt auf den Joshua Tree Nationalpark. Das ist ja schon ein Park mit ganz vielen Kakteen. So eine Wüstenlandschaft einfach. Ja. Und ich habe das nachgelesen, aber ich weiß auch nicht genau, wie ein Joshua Tree aussieht. Im Park dann haben wir aber unglaublich viele Joshua Tree Bäume gesehen und auch richtig gigantische Felsformationen. Und da willst du ja nicht. Das heißt, wir gehen jetzt da rein. Und da gibt es ganz viele schöne Sachen. Dann gehen wir hier runter, gucken hier Sonnenuntergang an.